Das Wort für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Dr. Frank Brodel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren und werte Gäste, die SPD beantragt einen Empfang im Rahmen des Christopher Street Days und das Hissen der Regenbogenfahne auf dem Landtagsgebäude. Die Antragsteller berufen sich hierbei auf den Landesaktionsplan für echte Vielfalt, der den vollen Titel trägt: Aktionsplan für die Akzeptanz vielfältiger sexueller Identitäten des Landes Schleswig-Holsteins. Beschlossen wurde er im Jahr 2014 von allen damals im Landtag vertretenen Fraktionen. Nur die CDU enthielt sich damals der Stimme und verwies darauf, dass der bundesweite Aktionsplan gegen Rassismus gerade um das Thema Homophobie erweitert worden war. Außerdem wurde von der CDU festgestellt, dass Homophobie in den letzten Jahren zurückgegangen war. Und dieser Trend hält erfreulicherweise an. Im Tätigkeitsbericht der Antidiskriminierungsstelle werden für den Zeitraum 14, 15, 16 insgesamt 6 Fälle genannt, Tendenz abnehmend. Also kein Alarmsignal, wenn auch jeder Fall ein Fall zu viel ist. Lassen Sie mich nochmals auf den Aktionsplan zurückkommen. Dieser zielt ja darauf ab, dass, ich zitiere, gesellschaftliche Veränderungsprozesse initiiert und begleitet werden sollen. Das, meine Damen und Herren, wirft die Frage auf, ob es überhaupt Aufgabe des Staates ist, gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu initiieren und in diesem Fall auf die Akzeptanz sexueller Vielfalt innerhalb der Gesellschaft hinzuwirken. Die AfD-Fraktion beantwortet diese Frage mit Nein. Denn ob man sexuelle Vielfalt nun von Herzen begrüßt, ob man sie als gegeben ansieht, ob man sie kritisch hinterfragt oder ob das Ganze für jemanden überhaupt keine Relevanz besitzt, ist aus juristischer Sicht betrachtet eine weltanschauliche Frage. Bei weltanschaulichen Fragen aber, deren Wesen darin besteht, dass jeder Bürger nach seinen eigenen Wertvorstellungen beantwortet, obliegt dem Staat ein Neutralitätsgebot. Der Staat darf seinen Bürgern in diesem höchstpersönlichen Bereich also keine bestimmten Wertvorstellungen vorgeben. Mit dem Hissen der Regenbogenfahne geschehe aber genau dies. Es wäre das sichtbare Zeichen und Signal dafür, dass der Landtag die Wertvorstellung der Lesben- und Schwulenbewegung hier in Form des CSD teilt und eben dies auch von den Bürgern erwartet. Dabei sind die Vorstellungen durchaus vielfältig, sodass ein Pauschalurteil ohnehin schwierig ist. Lassen Sie mich mal zur Verdeutlichung 3 Beispiele von der Internetseite des CSD Kiel nennen. Erstens. Unter den Forderungen findet sich die nach einer diskriminierungsfreien Gesellschaft. Die rechtliche Gleichstellung von Homosexuellen ist nahezu vollzogen, aber auch abseits juristischer Fragen im Alltag hat sich viel, vielleicht sogar Entscheidendes getan. In den Schulen und Sportvereinen beispielsweise werden etwa Beschimpfungen nicht mehr geduldet oder toleriert. Aus den Seiten geht zweitens hervor, dass es auch innerhalb der Community Selbstausgrenzung gibt, etwa gegen Tunden und Dicke. Diese Selbstkritik finde ich ehrlich und sie macht eins deutlich: Nicht jedes Gaffen und jede unangebrachte Bemerkung ist mit dem Begriff homophob zu etikettieren. Dass Menschen aufgrund von Äußerlichkeiten vorverurteilt werden, gibt es in vielen Bereichen, leider. Und es ist nie gut, in keinem Fall. Drittes Beispiel. Gleich auf der ersten Seite des Kieler CSD findet sich ein Foto einer vergangenen Demonstrationsveranstaltung. Auf der Mitte des Fotos ist ein Transparent mit einer Aufschrift zu sehen: Kinder brauchen Liebe, nicht Mutter und Vater. Sicherlich, das ist wahrscheinlich provokant gemeint, aber dennoch repräsentiert das Foto, zumal auf der CSD-Hauptseite, bestimmte Wertvorstellungen. Aber, genau, jeder darf seine Meinung äußern. Aber, meine Damen und Herren, auch unabhängig davon, wie man nun einzelne Aussagen und Forderungen der CSD-Homepage einstuft, gilt, es ist nicht Aufgabe des Staates, seinen Bürgern vorzugeben, dass Vielfalt per se etwas Gutes ist, weder im Bereich der Sexualität noch sonst irgendwo. Das Bundesverfassungsgericht drückt das so aus: Das Grundgesetz hat den Intim- und Sexualbereich des Menschen als Teil seiner Privatsphäre unter den verfassungsrechtlichen Schutz gestellt.
Diese Vorschriften des Grundgesetzes sichern dem Menschen das Recht zu, seine Einstellung zum Geschlechtlichen selbst zu bestimmen. Er kann sein Verhältnis zur Sexualität einrichten und grundsätzlich selbst darüber befinden, ob, in welchen Grenzen und mit welchen Zielen er Einwirkung Dritter auf diese Einstellung hinnehmen will. Der Antrag der SPD läuft aber genau auf das Gegenteil hinaus, oder nämlich auf die Einwirkung Dritter. Viele Bürger empfinden das als Bevormundung. Deswegen lehnen wir den SPD-Antrag ab. Kurz noch zum Alternativantrag aus Jamaika. Ist ja fast deckungsgleich. Sie sagen, Empfang ja, Fahne nein. Das klingt nach einem guten Kompromiss, aber aus meiner Sicht haben Sie das nicht deutlich gemacht, warum Sie sich so entschieden haben. Und noch viel entscheidender ist, dass dieses Plenum doch nicht darüber entscheiden kann und sollte, wer hier empfangen wird oder nicht. Das kann der Hausherr alleine machen. Deswegen empfinde ich Ihren Antrag als obsolet. Vielen Dank.